Voll geil. Neustraße bis zur Haltestelle Aachener Straße. Zur nächsten Haltestelle werden ersatzweise Minibusse gerufen. Alles klar. Nachricht der Leitstelle gerade. Echt? Ja, irgendeine Straßensperrung auf irgendeiner Linie. Mit Umleitungshinweis und so. Hätte heute noch keinen. So. Wow. Weißt du? Ich stehe an der Haltestelle Westbahnhof schon wieder. Bist du schon am Westbahnhof? Ich bin. Ja, ich stehe da 10 Sekunden Audimax. Und dann Haltewunsch. Einfach ganz begast. Ich bin immer noch vom Audimax. Komm noch nicht zur Haltestelle. Alles klar. Heute bin ich schneller als. Merkst du? Ja, plus 2 aktuell. Ja, ich habe plus nur 5. So, jetzt halt hier im Audimax. Guten Morgen. Einmal kurz. Hallo. Einmal Kurzstrecke jetzt gerne. Mit 20er, du Kleine. Morgen. Oh, ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Aber er beschwert sich zum Glück nicht. Wenn er wechselt. Danke. Ja. Guten Morgen. Haben wir nicht auch Scheine dafür? Einmal Kurzstrecke. Dankeschön. Man wollte ja nicht lange mit dir. Schon wieder eine Kurzstrecke. Alter, ich verkaufe hier nur Kurzstrecken. Gibt's nicht. Hallo, ich der Kurzstreckenverkäufer. Kein Kurzstrecken. Danke. Läufer, sondern Kurzstreckenkäufer. Wow. Alles klar. Tag. Hallo. Oh, Verkäufer hier. Oh. Eine Tageskarte. Oh, eine Tageskarte. Ja. Danke. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Wie? Komischer Typ. Also nee, die hier. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Weißt du? Och, jetzt. Och nee. Ich hab grad nicht den richtigen Fahrschein gefunden, ne? Ja. Und dann, also, können Sie mir dann auch mal einen Fahrschein geben? Ey Junge, solch kleine Wichskinder. Ohne Spaß, ne? Sorry, dass ich das jetzt sage, aber solch kleine Kackkinder, ja? Die musst du nehmen und zu den strengsten Eltern der Welt schicken. Ach. Ja, aber volles Programm. Westbahnhof. Alter. Ey, solch Kackkinder haben das nicht anders verdient. Das geht mir so auf den Sack ohne Spaß, ne? Ja, oh, da steht der 33. So ja, mir kommt die 33 gerade in der Kurve aus der Fahrt des Westbahnhoftunnels. Brücke raus. Oh. Und das ist hier verdammt eng. An der Bilal-Moschee? Ja. Ich mach ein Bild rein, ohne es ist unglaublich. Das Telegramm kann man aktivieren. Das ist geil. Ich versehentlich die Tür zugemacht. Hallo. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein bitte. Danke. Danke. Oh, bitte einmal sehr. Eine Kurzstrecke bitte. Nur einmal eine Kurzstrecke, nicht zweimal? Okay, gut. Danke. Achso. Er hat nur einen Fünfer gehabt. Oh, fuck! Weißt du, ich will gerade in den Tunnel reinfahren, ne? Ja. Kommt mir ein LKW entgegen. Ja, mir kam die 33 entgegen, hab ich hier auch im Bild gezeigt, leider richtig gegast. Und die bleibt hier natürlich jetzt stehen mit mir. Oh, jetzt fährt sie. Wenn sie mir ins reinkachelt, ne? Oh, an der Ruhrstraße. Ah. Oh, fällt der Scheiße. Ah, sehr schön. Also der die Pfade hier verlegt hat auf dem Kreuzungsobjekt, der gehört echt gelobt. Weil es das an sehr vielen Stellen, dass sie dann einfach weiterfahren und nicht wirklich stehen bleiben. Aber ein bisschen rüberzieht. Ach Gott. Sag mir jetzt nicht, meine Karre ist voll. Doch, meine Karre ist voll. Geil. Geil, Alter. Aber jetzt habe ich gerade keinen Bock, der Fahrschein zu bekommen. Muss es jetzt so bekommen. Plus 3 AMK. Alles klar. Hey, wie spät hast du bitte? Warte, sag ich gleich. Ich fahr jetzt von der mies von der Rohstraße weg und ja, ich habe 6.24 Uhr und 15. Einbahnstraße. Oh, LKW. Ja, LKW auf der Steigung. Ja. Bei mir steht er schon unten. Thank you.
mal hochheizen, ne? Ja. Hast du meine Baustelle auch entfernt? Nee, gut. Nee. Schade, dass wir da jetzt nicht dann grad langkommen. Quasi so, ne? Quasi Modo, ja. Ja, hier ist sowas auch, als eine Baustelle, die wir hier hingesetzt haben. Auf einer Steigerung möchte ich mal betonen, ne? Morgen. Eine Steigerung auf jeden Fall. Wow. In der Arsch in die Tür. Die Tür geht nur zweimal auf für dich. Das dritte Mal kannst du draußen bleiben. Meine. Oh Gott, jetzt kommen hier immer wieder Autos hinterher. Oh, muss reichen. Ja, ich weiß, dass die Autos da durchfahren, aber was soll ich machen? Ich kann ja schlecht die Pfade umlegen. Umlegen? Umnieten? Ja, ich leg dich um. Halifax Straße. Geilo. Kann ich auch flach legen, wenn du möchtest, was? Nee. Meinen Sie Flachsland? Digga. Meinen Sie Baustelle? Ja, meinten Sie, Haltestelle kann nicht angefahren werden. Oh Mann. Wo heute gar keine Linie 12. Super, wie sich Davids Grastextur mit der Standard-Grastextur hier mixt. Ja, geil, ne? Ah ja. Das wäre da. Hm? Du hast doch übrigens andere Texturen von dem Beton. Hallo. Platten. Keine Fackel. Hallo. Die sehen jetzt hochauflösender aus und schöner. Du hast halt in Pfalz keine weißen Streifen mehr in der Mitte. Ne, Fahrbahntrennung, ne? Guten Morgen, guten Tag. Geil. Deine Fahrkarte bitte. Fahrkarte. Aufstellen, weißt du schon. Dankeschön. Warte mal, wie viel Pause haben wir am Pfalz? Ich glaube 2 Minuten, ne? Ja. Ja. Wow. Aber dafür ein Blumenthal, oder? Wieder? Auf der Rückfahrt, nee, glaube nicht. Auch nicht. Alles klar. Aber wir haben zum Beispiel an der Busstation. Ne, haben wir auch nicht. Hä? Na gut, nirgendwo Pause. Alles klar. Also ich dachte mir so, ja, wir haben wieder an der Busstation 3 Minuten oder so, ja. Kannst du hier ein bisschen chilliger fahren. Nö. Aber Hauptsache der Busläufer hat irgendwie gechillten Dienst. Hallo. Ja. Aber der Vollkurs, der darf leiden, oder was? Ungefähr. Ist er rot? Schiete. Ja, ich heiße Schiete, alles klar. Natürlich hier gleich zu unserer Linken auf der Autobahn. Ein bisschen Grünfläche. Ein paar Graffitis auch auf der anderen Seite. Oh, sieht schon geil aus. Fernbrücke. Björnbrücke. Ah, da stehe ich jetzt dort. Und guck dir zu. Alles klar. Alles klar. Ich heiz da jetzt erst hin. Oh. Also wortwörtlich, ne? Ja. Ich meine, darf keiner wissen, dass ich stehende Fahrgäste habe und hier gerade 90 fahre. Sind wir ihn rollen lasse. Ich kann doch da nichts für. Oh. Manch könnte zwar bremsen, aber ne. Hier, ja genau, mit dem Graffiti an der Brücke. Oh. Und das parkt ein Auto oben, was jetzt mal super steht. Hashtag Hermi. Nee, das hab ich oder immer noch gesetzt. Achso. Ja, dann ist da schon. Rottenbeckstraße. Ist das noch nicht angepasst? Ich hab alles angepasst, was du gesagt hattest. Ja. Und halt noch einige Neuerungen. Boah, fällt der toll. Ja, ich weiß, dass ich toll fahre. Ich fahre halt wie Daubus. Daubus. Heizen und voll in der Eisen gehen. Weißt du, mir ist zweimal mein Rucksack runtergefallen. Echt? Ja, und er hat sich dann bei mir beschwert, warum ich den nicht festhalte. Hm. Alles klar. Warum halte ich wohl nicht meinen Rucksack fest? Warum fährst du so scheiße? Halte ich eher fragen will. Nur mal so, will da jemand rein? Ja, rein. Scheiße.
Oh, du kleiner blöder Piss-LKW, was bist du für ein Arschloch, ne? Ist der dir da reingezogen auf der Brücke? Nee, der zieht jetzt hier gerade vor dem Polizeiauto, das vor mir steht, rein. Oh. Drängelt sich hier rein, der blöde Wichser. Ja. Tatsache, es steht hier vernünftig, das packen wir auch. Ja. Hallo. Alles vernünftig. Sascha, vernünftig. Oh, ich hab ja 40 FPS. Plus 3. Alles klar. Nur 3 FPS, das ist Quatsch. Sollen wir eigentlich dann mal hier die eine Straße hinten ausbauen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber das Campus Mellaten. Ja. Bei Menschen denn schon, ne? Fockenbeckstraße. Fockenbeckstraße. Wird Kickdown gefahren, ja. Heizen, gleichen. Willst du noch mit oder was, Gustav? Nee. Dann lauf nicht so schnell. Ne? Gustav? Ja, dieser komische. Ich hätte auch die 173. Ich hab immer noch keine Ahnung, vielleicht ist das die 73. Die haben die 1 davor gesetzt, weil sie verrückt sind. Nee, haben sie zwei. Da steht auch die 73 dran. Alles klar. Ja gut, das ist. Zur Gegenrichtung. Ah, da steht da. Süsterau Bushof Brand, okay. Hof Brand, B34 Gold. In Wendling liegt mit plus 1. Jo, ich bin jetzt Forkenbeckstraße gerade abgefahren. Fuck, ja, heute bin ich ein bisschen schneller. Weil sonst bin ich nämlich immer so 2 zurück. Ich hab dir das gesagt, ich bin nämlich Fuchs-L eine Minute früher raus. Damit ich so ein bisschen, die Luft hab. Ja, ich war aber vor dir auch in diesem Brunnen und so, ne? Ich bin halt später vom Bushof weggekommen. Gut. Da hat halt dann ständig rot. Hallo. Guten Morgen. Gut, ich stand aber beim in diesem Brunnen jetzt schon lange. Naja, ist auch egal. Hauptsache die Ampel sind zu. Wundervoll. Bei der Reihe Parker hier. Die wird geheizt. Trotz, dass wir Beute haben. Schön, dass du hier die Tür vorher aufreißen kannst. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Ach so, die kannst du sogar bei Kilometer 80 aufweisen. Ja, ich weiß. Richtig fresh. Wendlingweg. Einfach während der Fahrt hier. Also auf Dauer verkaufen. Offen lassen das, aber. Das ist auf Dauer etwas laut. Ja, eben. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Was wollt ihr denn alle Kurzstrecken haben? Das gibt's nicht. Kurzstrecken. Hör auf, David. So, und jetzt zeige ich dir mal auf Telegram ein Bild, was ich mit der Passenger bin. Weil das geht mir nämlich gewaltig auf die Strecke. Ich weiß, was du meinst. Es kann nicht, das... Wurde das nicht getestet? Ich weiß es nicht. Schlimm. Weniger intensiv oder so. Ja. Wie auf Hamburg mit den weißen Objekten. Na gut. Komm so rein, hallo. Ja, ich kann nicht mehr rein, okay. Hä, als ob die Karre immer noch. Die Karre ist immer noch komplett voll. Die verarscht. Ja, jetzt passt hier gerade an einem Worringer Weg schon wieder einer nicht rein. Uniklinik. Müssen Sie hier aber alle in den Uniklinik rausbeuten oder was? Kann ja nicht sein, dass hier ein ganzer Gelenkbus nicht ausreicht. Der Gegenkurs eben war ein Solo, Alter. Wollte gerade sagen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt auf dem Uniklinik-Gelände. Okay, du siehst ja die neuen Texturen von dem Dingenskriegen. Mhm. Bong-Scheiß-Zeugs. Ja, etwas dreckiger so ein bisschen, ne?
Ja. Und ein bisschen dunkler auch. Nicht so aufgehellt. Schon so ein bisschen abgenutzt, so. Ja. Bin geiler. Ah ja. Oh, das Wetter hat sich gerade aktualisiert. Ja. Erstmal plus 2. So, ich bin jetzt... Hallo. An der Uniklinik. Guten Morgen. So. Plus 2 tatsächlich. Einmal normal. Ich bin mit 6:34 Uhr. Ja, ich auch. Danke. Ach, der 1 Euro, der war zu viel. Egal, passiert. Ja, das ist die zweite Tunnelszene, die manuell ist. Das ist semi-geil. Hm? In die zweite Tür semi-automatisch manuell wäre. Mit Türvergabe. Ja, eben. Das wäre schon nicht schlecht. Wäre schon nicht schlecht, das auch in seinem Bus zu haben, beim normalen Facelift, ne? Ja, eben. Das wäre halt doch schon Perfektion am Limit. Nur halt der Rest. Alter, vorhin hat sich schon wieder jemand bei mir beschwert, dass es im Bus zu warm ist. Ich habe hier 22 Grad oder so. Alter, soll ich mal ausziehen? Mal die Jacke ausziehen oder so? Der Papa zieht sie ab. Im Bus um 26 Grad. Nein, David, du machst es nicht an. Ich schwör's dir, bitte nicht. Bitte nicht, Alter. Es gibt gewisse Jugendschutzdingens, bla, Auflagen von YouTube. Ach komm. Nein. Aber das ist geil. Ja, das ist in der Tat witzig, aber... Das ist nur für uns witzig, okay. Kritisch, könnte kritisch werden. Könnte kritisch sein, ja. Bildungsauftrag. Also... Da sind wir wieder bei Frauentauschen, ne? Hashtag Verhütung. Oder gesunde Ernährung. Bärchenwurst und Zickwurst. Erdbeerwurst. Oh. Erdbeerwurst? Ja. Alter, ist die komplett begast oder was? Hatte die doch, glaube ich, auch gesagt. Morgen. Erdbeerwurst. Boah. Es passen schon wieder welche in die rein. Ich werde nicht mehr, Alter. Ist doch die ja, warum ist denn die Karre so voll? Das gibt's doch nicht. Die hat, glaube ich, schon so viele Stehplätze, ne? Ja, die hat relativ viele Stehplätze. Boah, auch im Gelenk sehe ich gerade. Aber wie gesagt, meine Karre ist ständig voll. Ja, meine ist jetzt auch so 70% voll. Ist doch nicht voll. Was wollen die denn jetzt alle schon nach Pfalz? Wollen sie günstig Zigaretten kaufen gehen oder was? Wollte gerade sagen. Sprit können sie schlecht gemeint haben. Fahren sie mit dem Bus. Bei Tankern ist da erstmal mit dem so ein Pritschenwagen oder so. Kann ich verstehen, warum nicht mehr alle reinpassen. Weißt du, kommen sie da mit so einem Ballerwagen und so einem Tankdorf oder so. Alter. Komplett begast. Hallo. Schönen Tag. Ja, passen wieder nicht alle rein. Ja, dann werde ich das mal mit einem, das ab und zu mal machen, dass man so, zum Beispiel jetzt hier am, wie heißt die Haltestelle?